Unser Ziel ist erreicht, schneller als gedacht. Sondrio. Das Schöne für Radlfahrer in Italien ist, du fährst immer auf den Kirchturm zu und dann bist du immer im Zentrum von der Stadt. So jetzt auch hier, Sondrio, 31 Grad. Im Vergleich zu den gestrigen tatsächlichen 4 gefühlt minus 20 Grad, also schon eine Erleichterung. Der Radweg heute war ein absoluter Traum. Habe ich das schon immer gewusst, dass da so einen schönen Radweg gibt? Wenn ich angeben möchte, würde ich sagen, logisch, bin ich auf die Reise vorbereitet. Nein, völliger Blödsinn. Sowas gibt es immer relativ spontan. Und zwar, vielleicht sieht man es hier, das ist die App, die heißt Map Out. Da sind wir jetzt gerade. Und das Grüne ist dieser Sentiero, an dem wir entlang fahren. Und das haben wir heute früh gesehen, dass dieser Sentiero hier an diesem Fiume entlang läuft, wo wir herkommen. Und tatsächlich, dieser Sentiero, der läuft von Bormio bis Colico am Comer See. Die App, die wir hier verwenden, heißt Map Out. Soweit ich weiß, gibt es die nur auf dem iPhone. Und die zeigt uns sozusagen von Tag zu Tag, weil so viel länger planen wir nicht, die Route, die wir fahren müssen. Also das Grüne sind immer Radlwege. Genug für heute. Morgen geht es dann weiter Richtung Comer See und Bergamo. Und wo wir dann hinfahren, das wissen wir noch nicht. Das müssen wir jetzt mal noch planen.